Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir endlich diesen Ex-Mann ausfindig gemacht, um ihn zu töten, haben uns aber dann entschieden, ihn nicht zu töten und seinen Schwanz abzutrennen. Autsch. Und ja, wir haben die Schiffshändler, Typen, Bauer, Schiffsgilde, okay, dazu überredet, uns unser Schiff reparieren zu lassen. Und wir müssen jetzt bis zum Hafen, glaube ich, wieder hinrennen, wenn ich mich nicht irre. Bald euch einfach und verschwindet dann. Das war's von. Das wäre für uns alle das Beste, oder etwa nicht? Weiß ich nicht. Hast du gehört? Deal ist tot. Auch wenn er ein Dämon war, tut mir mehr trotzdem leid, aber das ist vermutlich der Lauf der Welt. Wir müssen die Abteil benachrichtigen. Wenigstens bekommen wir jetzt unser altes Leben zurück. Ja, okay. Gehen wir zum Hafen. Wenn jetzt weiß ich, der Part gefällt. Dann hinterlasst bloß nicht ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Ne? Die sind böse. Lass die bloß weg. Geht weg mit den blöden Dingern. Ah! Und ja, so wie dazu. Gut. Nehmen wir an, storymäßig geht es jetzt hier ein bisschen weiter. Ne? Um sowieso nichts mehr zu verlieren. Gibt es auch, glaube ich, nicht mehr so irgendwelche Wege, wo wir hin können. Eine Höhle waren wir. Hi. Kann ich aufs Schiff? Nö. Ach, ich sollte, boah, ich sollte mein Schiff. Boah. Ja, wir müssen zum Hafen und so, weil da tun die uns ein Schiff hinpacken und so. Ne, stimmt ja, wir sind da mit dem Schiff hingefahren. Und das ist ja kaputt gegangen. So war das ja. Boah. Spielst mal eine Woche nicht das Spiel, ne? Und hast keine Ahnung von irgendwas. これでも問題が解決するわけじゃない。船をまともに操れなきゃ、また。あ、でも、もう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 
so oder so viele Arts einsetzen und so. Ist ja geil, wenn das Spiel einen sozusagen belohnt oder stärker macht oder einen Sachen gibt. Nur wenn man irgendwelche Dinge macht. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist genauso ausgelegt und deswegen gefällt es mir bisher richtig gut. Und Kontakt. Finde seine spezielle Fähigkeit bisher besser als die von Velvet. Die Machere ist natürlich der beste. Okay, ist das das Ding? Kriegshaus benutzt. Sonst noch irgendwas, was kurz davor ist? Seelenbrecher benutzt. Ja, besiegte Gegner, Betäubungen. Boah, hat er schon am Anfang so viele? Nee, ne? Haltende Seelen. Angelegte Aufwertungen. Ah, okay. Aufgewertete Ausrüstung. Macht mal aufgewertete Ausrüstung. Ah, okay. Dann zocken wir mal Velvet. Was können wir in so einem Kampf machen? Was wir so aufleveln können? Ja, verborgene Arzt benutzt. Das haben wir schon. Warte, dämonische Duellantin. Seelenbrecher benutzt. Wie viel mal kontrolliert? Ja, das können wir machen. Alten Seelen, Ausrüstung. Kämpft verbrachte Zeit, aber ihr kriegen wir, also müssen wir nichts hier so Dingens einsetzen, auf irgendwas konzentrieren halt. Ja, schon im März halt gesagt, ihr bleibt dran, weg. Ja. Gut. ゴーマは人間に戻った。じゃあ、etwa so aus。ゴーマの方に行くことはないのかな。 死体がどうなろうが意味なんてないでしょ。だな。死んだ後に当たりが出ても仕方ない。そう。重要なのは食らったゴーマが私の力になること。それだけ。Oh Gott, sie ist genauso zielfixiert wie Mila. Weiß nicht, ob mir das gefällt, wenn ich mir das ganze Spiel lang anhören muss. Bei Mila hat es das nicht, zum Beispiel. Aber mal schauen. Wir sind ja noch am Anfang. Kann sich ja meine Meinung noch ändern. So, hi, was geht? Oh, als hätte ich bin umsonst hier gerannt. リュウコツ人で言えば背骨が折れた状態ってことだな。大体なんでこんなところで座礁した。普通はありえないぞ。直せないことは分かった。戻っていいわ。どうする？町で新しく船を手配させるか。 Ist das wichtig, wieder den ganzen Weg zurücklaufen? Okay, kannst du. Oh, das ist so Dingens, glaube ich. Oscar. Und ihr seid Bruder und Schwester. ゴーマに深く劣りました。その件で本部に召喚される途中に寄ったのです。こんな、かわいそうに。痛みますが、まだ戦います。この傷は我が未熟さの戒めとしましょう。さぞ卑劣な相手だったのでしょう。いえ、左手でこちらの力を喰らい。 打ち返す力を持ったゴーマです。見た目は燃えるような瞳をした黒髪の女性。油断すれば一刀でも危うい相手です。どうかお気をつけください。あいつか。姉。わかりました。大丈夫。この程度の失策。
何ほどのこともありませんよ。実は姉上にそう励ましてもらいたくて寄ったのです。つけてくれているのですね。その耳飾り。もちろんです。あなたがくれたものですから。思った通りだ。姉上によく似合う。ではこれでおいとまします。 テレサ様、密航者を捕らえました。女ゴーマの仲間ですね。あの者はどこです？このマギルー様に拷問は無意味じゃさ。何でもペラリと喋るからな。 Ich kann nicht irgendwie überrascht bin ich jetzt nicht wirklich, weil sie hat zwar einen sehr munteren Eindruck dauerhaft gemacht, aber so ein bisschen Zwielicht auch. Das ist schon so ein bisschen offensichtlich. Ja, dass die irgendwie hier so was abzieht. Überrascht mich jetzt vielleicht nicht so, aber dass die Theresa auch irgendwie so sein kann, hat mich irgendwie überrascht. Ja, die wäre einfach nur so eiskalt, wie ich sie beim ersten Treffen irgendwie so eingeschätzt habe, aber die kann auch anders sein, finde ich positiv gut. Und ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten in Hellavis. Warum gehen wir denn jetzt dahin? Ich weiß doch, was passiert. Kann ich das nicht den Spielcharakteren sagen? Ey, die Blondine, ich will euch kalt machen. Was steht ihr denn jetzt hier draußen? Oh, das ist jetzt 悪党の仲間をおびき出すためにな。悪党はお互い様でしょ。だから忠告した。テレサ様は一党対魔師のトップクラスだ。悪いことは言わん。今のうちに逃げろ。魔女ってマギルーだよな。清涼に気づかれたわね。抜け道も見つかったと思った方がいい。船の手配ももう無理だな。手配できないなら奪えばいい。奪うって。 ヘラビーさんの船をか。はい、まだフォアアウトマクド。まだ協力できるやつがいる。ダイルか。あいつは後悔したって言ってた。仲間にできれば一石。あ、じゃあ、もうじゃあ、しょうめんに入るかい。おおかもしれんが、マギルはどうする。それは清涼次第ね。めっちゃアップタイバラスマインティアミアバラスね。洞窟に行くわよ。すまん、マギル、成仏しろよ。 Die ist denen vollkommen egal. Das gibt's mal einfach nicht. Oh, wollt ihr auch nicht machen. Wir nur gucken, ob wir da hin. Nein, okay. Dann gehen wir. Okay, Ruhe in Frieden, Magilo. Wir werden sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Obwohl sie einer der Hauptcharaktere ist. Ich weiß es. Ich habe mir das Intro angeguckt. Genau, das hat mich auch überrascht. Oscar scheint jetzt ein Auge verloren zu haben. Fragezeichen. Und vom Intro her konnte man jetzt nicht so darauf irgendwie rausgehen, weil da hat er immer beide Augen gehabt. Also ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er ja noch beide Augen, aber sah jetzt nicht so aus. Da kann man sich natürlich nicht hundertprozentig nach dem Intro hier richten. Das Vorgehen eines Schurken, wir sind so klein unten angezeigt. Was?
ダイルを利用し商戦組合を脅し紛るを見捨てる自覚してるだろ別に見捨ててない気にしてないだけよやっぱり徹底してるなよくわからない奴だけど紛るはそう簡単には殺せないわよ第一あいつはこっちの手の内を全部清涼にばらしてるはずそれはそうかもなだから あいつも知らない手札が必要なのよ。例えば死んだはずのゴーマとかね。オッケー、クリガンフレイガー。さて、歯をもう一研ぎして仕上げておくか。やっぱ、ね、人前さ、こうしゅべったとに、ぶん、なんなら一緒にといでやるぞ。いい。命綱を気安く人に預けるなと教わったから。 なかなかいい師匠に巡り合ったんだな。ja, was das angeht. 手入れはこまめにしておけよ。教えるまでもないだろうが、といだ後はグローブ油を塗って、ヨモで拭くようにな。はい、ごめん。教わったわ。弟を殺した。あの男。あ、トリオ。 Ich stelle mir nur so einfach vor, wie wir so auf Reisen sind, irgendwie durch eine Höhle, ganz zufällig so, ah, Torios! So mitten aus nichts oder einfach so in so eine vollkommen normale Diskussion. Schreit sie einfach seinen Namen so aus Wut. Ja, und keine Ahnung, jeder denkt sich so, ja, das ist vollkommen normal. Aber das muss eine Meme werden. Ich muss mal Memes irgendwie einführen von meinen Let's Plays. Es kann nicht nur Epic Santa aus Tales of Exilia 2 geben. Es müssen mehr mithalten. Es müssen mehr hinzugefügt werden. Oder Super Saiyajin Wingull aus Tales of Exilia 1, den kein Schwein verstehen konnte. Sehr schön. Hoffentlich gibt es ja auch ein Weihnachts-DLC. Ich muss Epic Santa neu herstellen. Ja. あんたの襲撃に手を貸すわ。随分勝手言うじゃねえか。仕方ないでしょ。ゴーマなんだから。ちげえねえ。ゴーマになって初めて笑ったぜ。だが、いいのか？自殺行為だぞ。そうならない作戦がある。今、タイマシたちは人質を取って、私を町に誘い込もうとしている。なら、 倉庫に通じる抜け道から攻め込めば。ダメよ。多分敵はそこで待ち伏せている。だから逆をついて正面から切り込む。そんなのが策か？正面はおとりよ。敵を正面に集めたところで別動隊が抜け道から港を襲い船を。本当だったらロックフォーグ、ザイマシャイニー。切り抜けた隊と合流して船で脱出する。あんたには操船を頼みたい。一つ聞かせろ。 誰が正面から攻める？もちろん私が。いいだろう。結構は？明日。それまで一休みさせてもらえる？お好きなように。タールのベッドの寝心地は最高だぜ。Okay. Okay, das ist so ein bekloppter Plan. Der könnte funktionieren. Und hi. Luffy, うなされてたよ。怖い夢でも見た？ Mein Gott, die Welt um uns herum wurde noch nicht gerendert.大丈夫か？ひどくうなされてたぞ。平気。何でもないわ。付き合わなくても恨まないわよ、別に。そうはいかん。お前が死んだら恩が返せない。変わってるわね。そうかな。だが、俺はこうなんだ。ベルベット。
Okay, alles klar. Dann tun wir mal unseren selten dämlichen Plan in die Tat umsetzen und tun schon wieder alle Seelen einsammeln. Ich hätte nichts gegen einen Tapetenwechsel. Bin jetzt schon lang genug hier umgelaufen in dieser Schneelandschaft. Sieht doch nicht aus, als wäre hier irgendwie noch mehr. Wer ist mit einer schönen Wüste oder so? So ein Ödland. Seid kreativ. Überrascht mich. So, buff. Wird wohl stark genug sein. Ne? Ich muss ja nicht trainieren oder so. Wird schon funktionieren. So, Dül hat alle Monster hier verscheucht oder auch nicht. Oh Gott. Hey, was geht, na? よく休めたか?オッケーだね。あれの準備は?バッチリだ。名前まだ聞いてなかったな。ベルベットよ。生き延びたら一緒に出航しようぜ、ベルベット。死んだら墓に名を刻んでやる。口の悪いやつ。シャマント。それは元からだ。じゃあ行くか。エラビーサを襲撃に。グッド。 Das erinnert mich daran. そういえば、あの羅針盤を持って逃げた少年、どこ行っちまったんだろうな。多分ヘラビーサでしょ。精霊は大魔神に刺激された。いや、まだ俺が見たんだ。これはテレーザ。治療してもらった恩があるから切りたくないとでも言うの。いや、立ちはだかるなら切るだけだ。ただ。 礼を言うのを忘れないようにしなきゃな。そうね。お前は心が痛まないのか?別に。精霊はあまり美味しくないって思っただけ。おお、精霊はまずいのか?一つ賢くなった。Alles klar. Mal sehen, überhaupt schon mal jemanden. Ah ja, doch. Ach so, ja, deswegen der Ring. Boah. Hab ich alles vergessen über dieses Spiel und wie es ist und wer ich bin und so. Wollte eigentlich ausreichen. Kannst du fragen. Komm mal her. Zack. Sehr gut. Komm, Moos-Effekte, ja, das ist schon, keine Ahnung, lass mich doch. So. Was geht? Kanonenfutter. Wortwörtlich Kanonenfutter. Mein Gott. Das war eine Zeitverschwendung. Ja, irgendwie schon. Wir waren nicht schwer. Weitermachen. Aha, okay. Wir werden unser heutiger Boss sein. Stinkt doch so nach Bosskampf hier. Oh, das Magilo. Einfach so casually hier durchlaufen. あなたが監獄棟を出したゴーマですか?だったら、オスカーを傷つけた罪、楽に死ねると思うな。ニノミア、メアカノンフォタ。ゲインです。その女の左手に注意なさい。目を怖かに。
Hey, warte, Feuerring. Ah, jetzt wieder Glyph-Arts. Ja, die heißt wahrscheinlich nicht so hier, aber also Zauber, die auch Pascal einsetzen konnte. Ha. Muss auch schnelle Schritte auch ein paar Mal einsetzen. Ja. Du hast natürlich doppelt so viel wie Gegner vorher. Aua. Ich wollte gerade nur sagen, du triffst mich von der Entfernung nicht, aber. Na, komm mal her. Boah. Was zum? Was hat denn für ein Angriff? Ja, ich glaube, sie hat irgendwie. Gott, das sind einfach mehr. Ich glaube, sie hat irgendwie diese Abschlussangriffe, die sie in ihrer Dämonenform Dingens macht. Hier. Die ändern sich, glaube ich, je nachdem, was für eine Gegnerart sie ja irgendwie bekämpft. Wenn ich mich nicht irre. Deswegen setzen wir auch immer noch das ein, anscheinend. Ja, stand mir mal ein bisschen mehr an, ey. Ich wollte, dass ich euch töte. Ungefähr so. Ja, geil. Komm mal her. Stand mir mal ein bisschen an, ja, hallo. Ich zerfleischt werden wollte von mir. Ja, du hast auch. Aua, hey. Vielleicht gegen Theresa kämpfen. Mal schauen. Ja, nicht dagegen. Können wir ruhig den nächsten Part machen. Da scheint noch eine Menge Gegner zu kommen. Schlägt. Verborgene Klinge. Blablabla. Und wir machen mit Velvet die alles fertig. Und genau wie hier mit Sorey in dieser einen Schlacht, wo wir gegen ganz viele Soldaten gekämpft haben. Und mit Sorey alles platt gemacht haben. Ah. Wir sind Rokuro Action hier. Wo wir mit viele Seelen, also ja geil, der aggressive Kampfstil. Und noch mal. So, du bist weg. Und du bist weg. Und du bist weg. Oder nicht. Ja, sehr oft unsere Seelenfertigkeit einsetzen. Ausgezeichnet. Seelenvakuum. Ausgezeichnet. Ah. Oh Gott. Was? Ein so ein Feuerball? ゴーマの処理に道具を使うのは当然でしょう。じゃあ、私も道具を使うわ。 Ja. Und ja. Genau, schließ dich uns an.
alles explodiert. Ja, oder das? Okay. Dann speichern irgendwie so. Nö, okay, machen wir weiter. Noch nee. Wurde einfach weggeslappt, ja. So, ich mich gegen dich jetzt stellen. Ja, sieht fast so aus. Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.